Hallo Cuddy Crew! Heute drehe ich dieses Video zum zweiten Mal, denn wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es mitbekommen, dass ich euch zeigen wollte, wie man Tie-Dye mit seinen Klamotten macht. Ist ja gerade wieder mega in, was auch ziemlich witzig ist, weil früher, als ich ein Kind war, also noch richtig klein, da war das totale Mode. Dann ist es meiner Meinung nach komplett aus den Augen irgendwie verloren gegangen worden. Und jetzt kommt der Trend einfach wieder zurück, was mit den meisten Sachen so ist. Ich hoffe bitte, bitte nur nicht mit Hüfthosen, weil die waren furchtbar und ich liebe High-Waist-Jeans. Naja, auf jeden Fall ist es halt mega cool, weil ihr damit eure alten Klamotten aufpimpen könnt oder einfach so euren eigenen Style da reinbringen könnt. Es ist ein mega cooles DIY gegen Langeweile und ja, ich liebe es einfach, man kann so viel damit machen. Und deswegen dachte ich mir, es wäre total cool, euch in einem Video zu zeigen, wie man Tie-Dye macht und Chlor. Damit kann man nämlich quasi so Fake Tie-Dye machen, weil man einfach bunte T-Shirts nimmt, dann macht man das Chlor drauf und dann wird es weiß gebleached. Das entzieht die Farben. Genau, das ist quasi genau andersrum wie Tie-Dye und damit kann man halt auch richtig coole Sachen machen. Und ich würde sagen, damit starten wir, weil das hört sich am einfachsten an. And it went like... Meins sieht aus, als wären es so Zitzen von irgendeinem Tier. Das wird nichts. Oh. Fertig? Ich glaube, ich habe es mir besser vorgestellt. Dafür ist aber zum Glück mein T-Shirt was geworden. Das ist das hier. Ich finde es richtig schön, werde es auf jeden Fall weiterhin tragen. Aber das ist halt auch das Einzige daraus gewesen. Und ich dachte mir, ich will euch lieber ein Video zeigen, wie es richtig funktioniert. Deshalb lasst mich unbedingt mit dem Daumen nach oben oder in den Kommentaren wissen, ob ihr Lust auf so ein Bleach-Video habt. Dann kommt es nämlich demnächst separat. Aber heute geht es wie gesagt um Tie-Dye. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und los geht's! Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Sachen, die man dafür braucht. Das ist auch gar nicht viel. Das erste wäre natürlich in jedem Fall Textilfarbe. Die kann man sich online bestellen, aber ich wollte es so machen, dass ihr direkt loslegen könnt, falls ihr Bock drauf habt, es nachzumachen. Deswegen habe ich meine bei DM geholt. Da findet ihr verschiedene Farben, aber ich habe mich jetzt hier für Maisgelb, Marineblau, Rubinrot und Samtschwarz entschieden. Um die Farbe auf die Klamotten zu bekommen, braucht ihr auch noch eine Flasche. In dem Fall habe ich jetzt einfach hier so eine ganz normale Trinkflasche genommen, die diesen Verschluss oben hat, weil ich mir dachte, da kann man es nämlich ganz einfach so auf die Klamotten aufsprühen. Außerdem braucht ihr Gummibänder oder Haargummis, um die Klamotten abzutrennen. Natürlich geht auch Paketband. Und falls ihr saubere Hände haben wollt, dann benutzt noch Gummihandschuhe. Das besonders Coole daran ist, dass ihr es wirklich mit allen euren Klamotten machen könnt, solange sie aus Wolle, Seide, Baumwolle, Viskose, Leinen oder Mischgeweben sind. Ganz wichtig, Leute, immer die Gebrauchsanweisung lesen, damit es dann auch wirklich klappt. Oder YouTube-Videos schauen. Ich habe noch extra das von Julia Beautix angeschaut. Liebe Grüße! Sie hat ja auch so ein paar Fails drin gehabt und da versuche ich einfach draus zu lernen. Und ich habe mir auch wirklich gefühlt jedes andere Tie-Dye-Video auf YouTube angeschaut, damit es auch hoffentlich klappt. Aber ich werde gleich nicht nur mein T-Shirt färben, sondern auch Raffis, beziehungsweise ein Tanktop von ihm. Außerdem eine Hose. Wie klein sehe ich gerade aus? Guck mal, ich passe hier einfach so rein. Dann natürlich auch noch für mich eine passende Hose, damit wir im Partnerlook gehen können. Ich weiß, er wird es lieben. Nicht. Und außerdem noch Socken. Also wirklich einmal komplett unser ganzes Outfit von Kopf bis Fuß. Es ist alles möglich damit. Da kann man sich mega kreativ austoben und genau deswegen will ich euch das ja auch zeigen. Es gibt ganz viele verschiedene Techniken, die ihr anwenden könnt, um halt später ein cooles Muster zu erzeugen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der einfachsten Variante, soweit ich recherchiert habe. Denn ich denke, wenn ihr auf das Video geklickt habt, dann seid ihr auch noch Anfänger, genauso wie ich. Und diese Technik heißt die Schnecke. Dafür legt ihr euer Oberteil direkt vor euch und ganz glatt auf den Tisch. Und dann sucht ihr euch die Stelle aus, wo die Schnecke beginnen soll. Viele machen das direkt so in der Mitte. Ich will es aber eher so an der Seite haben. So wie bei diesem T-Shirt habe ich es versucht, hier links unten zu machen. Also überlegt euch, wo ihr es haben wollt. Und dann nehmt ihr das T-Shirt an dieser Stelle zwischen eure Finger und zwirbelt es quasi um diesen Punkt so in sich ein. Und wenn ihr immer weiter rollt, dann merkt ihr, dass sich so langsam eine Schnecke quasi daraus formt. Und dann wisst ihr auch, warum das so heißt. Nehmt gerne die andere Hand dazu, um das einfach so ein bisschen schöner noch gestalten zu können. Weil es ist wichtig, dass es so flach wie möglich und gezwirbelt am Ende vor euch liegt. Sobald ihr das habt, schnappt ihr euch einen Gummi und geht damit erstmal so um die Schnecke drumherum, um sie zu fixieren. Und dann schnappt ihr euch weitere Gummis und gebt sie so rum drüber. Eigentlich kann man da jetzt auch schon direkt die Farbe drauf geben, aber ich würde euch empfehlen, zuerst mal alle Stoffe, die ihr habt, zu falten und dann überzugehen zum nächsten Schritt. Das heißt, die Farbe zu mischen und sie überall drauf zu geben. Dann macht einfach der Ablauf ein bisschen mehr Sinn, ist einfacher und strukturierter und deswegen machen wir jetzt direkt weiter mit Technik Nummer 2. Die nennt sich die Zipfeltechnik und soll auch super einfach sein. Dafür nehmt ihr euch einfach euer Kleidungsstück. Ich habe jetzt hier meine Shorts. Legt es wieder gerade vor euch. Greift mit euren Fingern dann, wo immer ihr wollt, wieder so ein Stückchen Stoff hoch
und schnappt euch dann einen Gummi, mit dem ihr das Ganze fixiert. Die Zipfel könnt ihr so groß oder klein machen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass die Gummis richtig schön fest aneinander sitzen und sie halt richtig eng am Stoff anliegen, damit dann nachher keine Farbe hinkommt. Was man natürlich auch machen kann, ist mehrere Zipfel so übereinander zu legen. Dann hat man nämlich später so einen Kreis-in-Kreis-Muster. Das macht man dann einmal komplett um das Kleidungsstück herum. Als nächstes ist Raffis Oberteil dran und da machen wir jetzt die Häufchen- oder Klümpchen-Methode. Dafür nehmt ihr einfach eure Finger und rumpfelt das T-Shirt so an. Also einfach random immer mal wieder so reinkneifen und zusammendrücken, bis sich eben ein kleines Muster ergibt. Kann man irgendwie ganz gut mit Teigkneten vergleichen, finde ich. Am besten macht ihr diese Technik auch schon auf der Fläche, wo ihr später die Farbe drauf geben werdet, also auf irgendeiner Plastikfolie, damit man das T-Shirt jetzt halt nicht mehr bewegen muss, weil sonst geht das Ganze wieder verloren, so wie in meinem Fall jetzt. Für die letzten zwei Methoden muss man aber nichts mehr Besonderes vorbereiten. Da habe ich mir nämlich bei der Hose gedacht, dass wir so einen Ombre-Effekt versuchen. Das heißt, hier oben ganz viel Farbe und dann immer weniger, damit es halt so einen Farbverlauf ergibt. Und bei den Socken, da wenden wir die Freestyle-Methode an. Das heißt, einfach Socken vor uns legen und dann ganz random Farbe drauf. Und das machen wir jetzt. Wie schon am Anfang gesagt, habe ich die Farben bei DM gekauft und da gibt es zwei verschiedene Größen, die unterschiedliche Inhalte haben. Die kleine, die hat einfach nur Textilfarbe drin und die große hat einen Fixierer und die Farbe in flüssiger Form. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das genau gemischt habe, weil ich fand die Gebrauchsanweisung nicht so ganz deutlich formuliert. Starten wir dazu erstmal mit der kleinen Packung. Die habe ich aufgeschnitten, dann mir meine Flasche geschnappt und das Farbpulver mit einem Trichter reingefüllt. Wie viel genau, kann ich euch nicht sagen. Einfach so, dass der Boden halb bedeckt war. Normalerweise benutzt man diese Packung nämlich, um sie insgesamt im Ganzen in der Wanne aufzulösen und dann da die Kleidung reinzulegen zum Färben. Aber ich wollte es halt mit der Flasche machen, damit man so gezielt auf die Kleidung draufsprühen kann. Deswegen ist es so ein bisschen Gefühlssache. Und dann kommt aber der wichtigste Schritt und zwar muss man das Ganze mit ganz heißem Wasser auffüllen. Ich glaube, auf der Verpackung standen 40 bis 60 Grad. Ich habe einfach die heißeste Stufe am Wasserhahn genommen, das damit aufgefüllt, gut durchgeschüttelt, damit sich die Farbe auflöst und dann kommen wir zur großen Verpackung. Die ist eigentlich dafür gedacht, um sie komplett in die Waschmaschine reinzugeben, damit man Kleidung im Ganzen färben kann. Aber ich wollte nur so ein bisschen was davon haben. Deswegen habe ich es einfach runtergerechnet. Also 80 Gramm von dem Pulver genommen und dann noch 30 Gramm von der Farbe hinzugegeben. Das Ganze wieder mit ganz heißem Wasser aufgefüllt, geschüttelt und dann hat man den Rest quasi übrig und kann es halt irgendwann anders nochmal für ein anderes Batik-Projekt nehmen. Finde ich mega praktisch und es führte zum Ziel. Das kann ich euch hier schon mal verraten. Übrigens, nicht wundern, mir wurde gerade nur ein bisschen kalt, deswegen habe ich mir diesen Hoodie übergeschmissen. Aber jetzt geht's weiter mit dem T-Shirt und den Farben hier. Beziehungsweise vorher erstmal noch den Handschuhen, weil ihr seht, ich habe jetzt schon rote Finger einfach nur vom Mischen. Und das soll jetzt nicht noch schlimmer werden, deswegen hier rein. Ready. Legt aber unbedingt noch eine Abdeckung auf euren Tisch, damit da nichts passiert. Ich habe jetzt auch extra zwei genommen, eine für den Tisch selber und hier nochmal so eine kleinere für das T-Shirt. Weil sobald man die Farbe drauf gemacht hat, muss die ja noch eine Weile einziehen und dann habe ich gedacht, knuddeln wir die eine zusammen und dann kannst du drin noch ein bisschen chillen, bis die Farbe fest ist. Und genau, so kann man es halt am besten von A nach B transportieren und hat alles schön sauber. Aber mit diesem hier fangen wir jetzt erstmal an mit zwei Farben, habe ich mir gedacht. Und zwar mit dem Gelb eben und Rot einfach abwechselnd. Ich dachte mir, es könnte so einen richtig schönen Sonnenuntergangs-Vibe haben. Hoffentlich. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Okay, das Gelb sieht eher so ein bisschen orange aus, aber das sieht gut aus. Ich gebe das jetzt einfach immer abwechselnd in diese Felder rein. Ah, das war zu viel. Eigentlich abwechselnd in die Felder rein, die mit den Gummis in der Schnecke abgetrennt wurden. Und da könnt ihr euch eben mega kreativ austoben und einfach machen, auf was ihr Bock habt. Okay, das Rot ist mega dunkel. Und dann wende ich das Ganze. Schwupp. Und gebe auf die gleichen Felder nochmal die Farbe drauf wie auf der anderen Seite. Ich habe nicht gedacht, dass ich so aufgeregt sein werde, aber es ist echt so ein Nervenkitzel, ob es jetzt nachher gleich gut aussieht. Und hier noch ein bisschen. Ein bisschen viel. Und so sieht meine Schnecke jetzt aus. Also ihr seht gelb, rot und so weiter. Und das gleiche nochmal von der Rückseite. Ja, jetzt kommt aber der schlimmste Part und zwar das Abwarten. Ich bin so ungeduldig bei sowas, aber muss halt sein. Und das lege ich jetzt auf die Folie vor mir und pack's ein. Diese beiden Farben will ich auch auf meinen Socken haben, deswegen machen wir jetzt damit weiter, bevor ich neue Farben mische. Oh no, ich habe schon ein bisschen Rot hier drauf bekommen. Verdammt, aber das überdecken wir jetzt einfach mit mehr Farbe. Hier wollte ich ja die Freestyle-Methode machen und die geht ganz einfach. Ihr schüttet einfach darüber, wo ihr gerade wollt. Also erstmal über den Fleck, der gerade da war und dann ganz random irgendwo hin, wo ihr denkt, dass es gut aussehen könnte. Hm,
Man könnte auch meinen, ich habe irgendwas anderes getan, wenn man sich das gerade so anschaut. Aber ich würde sagen, so sehen sie ganz cool aus. Ich bin super gespannt auf das Ergebnis und bis dahin packen wir die jetzt wieder ein. Weiter geht es mit der Zipfelmethode. Die hatte ich ja hier auf meiner Shorts gemacht und dafür habe ich mir blau gemischt. Sieht eher schwarz aus, aber es ist marineblau. Okay, das sieht jetzt lila aus. Surprise, surprise. Das gebe ich jetzt auf jeden Fall einmal komplett über die ganze Shorts drüber. Okay, jetzt wird es langsam bläulich, aber es hat schon so ein bisschen einen lila Touch. Ich glaube, es wird dann jedes Mal eine totale Überraschung, wenn man es auswäscht und einfach nicht weiß, wie es ansatzweise aussehen könnte. Oh, wie schwer ist sie gerade geworden. Krass. Auf jeden Fall lasse ich hier so vereinzelt ein paar helle Stellen und packe es jetzt auch wieder ein. Bei der Rumpfelmethode ist mir irgendwie das T-Shirt immer wieder so weiter aufgegangen und dann waren die Häufchen nicht mehr so schön. Deswegen habe ich hier einfach solche Klammern genommen, die ich normalerweise in meinem Bullet Journal drin habe oder auf dem Schreibtisch, um Unterlagen zusammenzuheften und habe damit so ein bisschen die Häufchen zusammengehalten. Und ich denke, das könnte ganz gut funktionieren. Ah, heiß, heiß, heiß. Die Flasche ist gerade noch voll heiß vom Wasser da drin. Da muss man ein bisschen aufpassen mit den Fingern oder halt irgendwas so außenrum machen um die Flasche. Falls ihr übrigens irgendwelche Tipps habt, wie man es besser machen kann, schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Okay, mit Handschuh geht's voll gut. Warum habe ich den gerade eben ausgezogen gehabt? See you later. Kommen wir zum Ombre-Effekt auf Raffis Shorts. Das habe ich in anderen Videos entdeckt, als ich recherchiert habe, wie das am besten geht. Und man kann es anscheinend ganz einfach machen, indem man das Wasserverhältnis zur Farbe ein bisschen verändert. Das heißt, jetzt habe ich ja noch voll viel Farbe drin. Dann mache ich damit die erste Schicht quasi. Dann fülle ich nur noch Wasser auf, aber keine Farben mehr. Dadurch verdünnt sich es halt. Und dann kommt die nächste Schicht. Und dann nochmal so lange, bis man halt den Farbverlauf hat, den man gerne möchte. Ich glaube, ich will, dass das Dunkle oben am Bund beginnt und dass sie nach unten immer heller wird. Jetzt nur die Frage, ob ich diese Bändel rausmachen soll. Es wird mega nervig, die wieder reinzumachen, aber es wird wahrscheinlich cool aussehen, wenn es oben schwarz ist mit den weißen Bändeln. Okay, ich mach's. Ich weiß, dass mein zukünftiges Ich mich hassen wird. Ich glaube, die sind hier hinten festgenäht. Das kann man gar nicht rausziehen. Oh well. Dann fangen wir an. Irgendwie kommen langsam Zweifel auf, dass diese Methode funktioniert. Leute, irgendwas mache ich falsch, weil das kann gar nicht funktionieren. Ich habe gedacht, es gibt so einen richtig schönen Farbverlauf, aber wenn ich das so drauf mache, dann sind die Kanten immer noch voll hart und ich glaube nicht, dass ich das irgendwie ausgebessert bekomme. Und ich muss zugeben, ich habe es gerade mit den Handschuhen schon ein paar Mal nach unten gefasst, wo ich eigentlich keine Farbe haben wollte und da ist es jetzt auch schon fleckig. Also, die Ombre-Technik ist bei mir persönlich durchgefallen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, um diese Hose zu retten, ist sie einfach ganz schwarz einzufärben, oder? Let's do it. Wisst ihr was? Ich lasse die Hose jetzt so. Das könnte ja auch so ein bestimmter Camouflage-Look sein. Und wenn es Raffi gar nicht gefällt, dann färbe ich sie halt ganz schwarz ein, damit es auf jeden Fall nicht verschwendet war. Aber schauen wir erstmal, ob es ihm vielleicht so gefällt. Endlich! Es geht ans Auswaschen. Ich habe das Ganze nach einer Stunde bereits aufgelöst, aber ihr könnt es auch länger einwirken lassen, wenn ihr die Farbe intensiver haben wollt. Schaut einfach gleich mal, wie es bei mir aussieht und dann könnt ihr für euch entscheiden und lasst einfach so lange dann in dieser Plastiktüte drin sitzen. Aber sobald ihr denkt, es ist genug, holt ihr es raus und wascht es erstmal so mit Wasser aus. Ganz wichtig, die Gummis dran lassen im ersten Schritt und es auswaschen so lange, bis die Farbe möglichst klar wird. Danach könnt ihr die ganzen Gummis oder Klammern alle auf einmal entfernen und dann kommt der beste Moment, denn jetzt sieht man endlich, wie das Kleidungsstück überhaupt geworden ist. Oh mein Gott! Schatz, schau mal! Mega, oder? Oh ja, nice. Oh, I love it! Und sobald ihr euch dann genug gefreut habt, dass das Ganze cool geworden ist, wascht ihr es nochmal mit Wasser aus, diesmal eben ohne die Gummis und einfach wieder so lange, bis das Wasser möglichst klar ist. Wascht die Kleidungsstücke auf jeden Fall nacheinander aus und nicht alle gleichzeitig, weil gerade wenn man so die erste Farbe wegwäscht, dann ist ja eben das Wasser noch so gefärbt und so lange kann es eben auch noch die weißen Stellen am T-Shirt oder an der Kleidung einfärben und wenn ihr dann unterschiedliche Farben habt und sich das alles mischt, dann könnte das ziemlich eine Sauerei werden und eben eure Kleidung vielleicht noch ruinieren. Ich weiß, die Spannung steigt ins Unermessliche, aber bevor ich euch die Endergebnisse zeigen kann, muss man erst noch so einen Farbfixierer benutzen, denke ich zumindest. Bei den großen Farben war das schon mit dabei in diesem Salz mit drin, aber bei den kleinen war eben nur das Farbpulver und deswegen denke ich, dass es das hier gibt. Es steht zumindest drauf, dass es Textilfarben bis zu 40 Grad waschbar macht und ich will ja, dass sie drin bleibt, deswegen bin ich lieber übervorsichtig und benutze das noch und will gar nicht testen, wie es ohne aussehen würde.
Also wende ich das mal an und dann sehen wir uns mit den Ergebnissen wieder. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir starten mit der guten. Mein Outfit ist so gut geworden. Ich liebe alles da dran. Vor allem das Oberteil sieht so schön aus mit den Farben. Die sind so richtig pastellig geworden und wie es halt wollte in so einem Sonnenuntergangs-Style, würde ich sagen. Und die Hose finde ich auch mega cool. Da ist es auch so ein bisschen heller geworden, weil ich es eben nur eine Stunde einwecken lassen habe. Aber das Muster sieht auch so gut aus und ja, ist einfach genauso geworden, wie es wollte. Ich würde schon fast sagen, die könnte man so irgendwo im Laden kaufen. Also ich hätte dafür auch Geld bezahlt, wenn ich sie selber gemacht hätte. Kommen wir zur schlechten Nachricht. Tada! Leute! Ja, also wirklich nur nicht schwarz, sondern einfach grau. Ja, also diese schwarze Farbe, klar, ich habe sie auch noch kurz einwirken lassen, verhältnismäßig, aber... Das sieht aus, als ob ich im Malerbetrieb arbeiten würde. Ja, und das hätte so einen Unfall mit irgendeinem Kanister gegeben oder so. Ich muss sagen, vom Urteil, die Technik war mega gut mit dieser Klümpchen-Methode. Ja, aber es ist einfach grau geworden. Ja, also hätte man das mit pink oder blau oder gelb gemacht, dann wäre es, glaube ich, mega nice. Ich glaube, ich mache noch eins für mich, aber... Ich glaube, mit Farben ist einfach besser. Ja, allgemein Batik. Ich glaube, Batik ist dafür gemacht, dass es halt bunte Sachen sind und keine grauen. Zur Hose müssen wir nicht viel sagen. Ich glaube, das ist der allergrößte Fail aus diesem Video. Ja, richtig schlecht. Aber dafür sind die Socken noch mega cool geworden. Cool, das kam so gut raus mit den Farben hier auch wieder. Also ich liebe die einfach. Aber Raffis habe ich mit genau der gleichen Methode gemacht. Und die sehen auch wieder total blöd aus. Weil schwarz einfach nicht dafür geeignet ist. Und lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, ob ihr auch ein Video zum Bleachen haben wollt. Vielleicht kriegen wir dann auch noch ein schönes Outfit für Raffi hin, weil der hat bisher nur gelitten durch meine DIY-Versuche. Sorry. Lasst auch super gerne einen Daumen nach oben dafür da, das hilft mir immer mega viel weiter. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute!